Es ist jetzt etwa morgen um 7 Uhr und unsere Hühner, die sind schon bereits fleissig am Eier legen. Die Hühner sind übers Licht gesteuert, das heisst, wenn es hell wird, dann stehen sie zuerst mal auf und trinken etwas, fressen noch etwas und dann fangen sie gleich an Eier legen. Man sagt, so 3-4 Stunden nachdem das hell wird, ist die Hauptlegezeit und das ist jetzt dann bei uns gerade der Fall. Das Licht im Stall, das geben wir vor. Es ist, gibt eine obere Grenze vom Tierschutz, die man nicht überschreiten darf. Das sind 16 Stunden. Das brauchen wir aber auch gar nicht im Normalfall. Wir können die Lichtdauer ein bisschen so steuern, wie es auf unseren Betrieb passt, so dass wir zum Beispiel morgen eben jetzt in den Stall gehen und dann auch noch Zeit haben auf dem Feld raus. Das macht jeder Betrieb ein bisschen anders. Wichtig ist, dass die Tageslänge über das Jahr raus immer gleich bleibt. Das Huhn würde natürlich, wie es im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, irgendwann aufhören, Eier legen, wir mausern und dann irgendwann im Frühling wieder anfangen zu legen. Aber weil ihr im Winter, vor allem an der Weihnacht, ja sehr viele Eier braucht, da läuft es der Planung natürlich völlig entgegen. Und mit dieser konstanten Lichtdauer kann man so der Natur ein bisschen das Schnippchen schlagen. So, jetzt gehen wir in den Stall. Ich zeige euch, wie die ganze Sammlung im Stall funktioniert und was wir mit den Eiern dann nachher machen.